Hallo, diesmal habe ich was ganz anderes für euch und zwar kein Häkelvideo, sondern ein Strickvideo und zwar für Babysocken und das haben sich ganz viele von euch gewünscht und zwar schon seit längerem, weil ich habe nämlich letzten Winter, das ist jetzt noch kein Jahr her, selber das Stricken zum ersten Mal gelernt und ich habe auch angefangen mit Babysocken. Was ihr dafür braucht, ist natürlich ein Nadelspiel, in dem Fall habe ich die 2,5 mm genutzt. Und ein Lineal braucht ihr zum Messen, wenn ihr möchtet, muss aber nicht unbedingt sein, ein Reihenzähler. Und dann ist es so, wenn ihr Sockenwolle nehmt, nehmt die vierfache Sockenwolle. Ansonsten müsstet ihr, wenn ihr eine dickere Wolle habt, die Maschen dementsprechend anpassen, geht aber auch. Ich habe hier mal was gefunden, da ist so ein Knäuel extra für Babysöckchen. Und zwar ist da der Farbverlauf ganz witzig gemacht, das fand ich schön und das werde ich jetzt benutzen, ist extra für Babysocken und ich schreibe euch aber genau nochmal unten unter dem Video in die Infobox, was ich für Material benutze. Ach so, und noch natürlich auch eine Schere und so eine stumpfe Wollnadel, so eine Sticknadel zum Vernähen vom Anfang und vom Ende. Ich schlage für meine Babysockengröße 36 Maschen an. Ich nehme für den Anschlag 2 Nadeln und schlage einfach die Hälfte der Maschen an, also 18 Stück. Dazu gehe ich hier drunter und da drunter und durch. Machen wir jetzt 18 Stück. Wenn ihr dann 18 Stück habt, dann machen wir mit den anderen beiden Nadeln dasselbe nochmal. Das heißt, die anderen 18 brauchen wir jetzt noch. Dazu lasse ich das einfach hier so hängen, als ob es nicht da wäre und gehe wieder drunter, drüber und durch. Und dabei zieht ihr hier richtig schön straff, damit ihr hier ganz nah dran seid. Drunter, drüber, genau, drunter, drüber, durch, drunter, drüber, durch. Auch 18 Stück. So, jetzt habe ich 18 Stück und dann könnt ihr aufhören und ihr legt euch die Nadeln so zusammen, dass diese Seiten hier innen, wo die Maschen sind, zueinander zeigen. Also ich habe rechts hier die zwei, wo das Ende und der Anfang ist vom Faden. Und hier habe ich das hier, wo nichts dran hängt. Und die klappt ihr so zusammen, dass diese Innenseiten zueinander zeigen. So, und dann verdreht sich nämlich auch nichts. Und dann nehme ich mir meinen Arbeitsfaden wieder und halte die zwei ganz einfach so mit dem Daumen fest und ziehe mir hier den einen vorsichtig raus und dann machen wir erstmal eine Runde komplett nur rechte Maschen, um die zu verteilen jetzt gleichmäßig, damit wir vier Nadeln mit jeweils 9 Maschen haben. Also gehe ich hier unter die erste Masche drunter und am Anfang ist es immer ein bisschen friemelig. Ich hole mir halt hier einfach den Faden durch und mache die erste rechte Masche. Und auch wenn sich das jetzt so ein bisschen auseinanderzieht, weil das alles noch so locker und rutschig ist, ist es nicht schlimm. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und zwar mache ich hier jetzt 9 rechte Maschen. Drei. 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Die 9 lasst ihr dann auf der Nadel und nehmt die nächste Nadel, also die fünfte, und mit der machen wir jetzt diese
restlichen 9 von der nächsten Nadel, das ist Nadel Nummer 2, genauso mit rechten Maschen. Versucht immer am Anfang jeder Nadel das relativ straff zu machen, damit vermeidet ihr diese Lücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das war Nadel Nummer 2 und jetzt kommt hier unsere doppelte Nadel, wo noch die Maschen zusammen drauf sind. Da legt ihr die Nadel wieder weg und zieht hier dann ganz vorsichtig die untere wieder raus. So. Und hier verfahren wir ganz genauso. Wir machen erstmal wieder nur 9 Stück auf diese Nadel. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8 und 9. Das war dann Nadel Nummer 3 und jetzt brauchen wir wieder die nächste Nadel. Da maschen wir jetzt die letzten rechten Maschen noch auf diese Nadel und da geht ihr wieder gleich bei der ersten rein. Macht rechte Maschen. 1, 9. Wir stricken immer im Kreis und wir wollen jetzt das Bündchenmuster anfangen. Jetzt haben wir unsere 9 auf jeder Nadel drauf und für das Bündchenmuster mache ich immer rechts und links immer 2 Stück abwechseln. Also rechts, rechts, links, links. Man kann auch 3 rechts, eine links machen, je nachdem, wie man das Bündchenmuster haben möchte. Ich mache es jetzt so, man hätte auch einfachheitshalber die Maschen aufteilen können, 8, 10, 8 und 10. Dann hättet ihr immer 2 und müsstet nicht so aufpassen und immer nur 2 halt, die zusammenbleiben, weil so werden ja immer bei der 9. wird ja eine immer getrennt, werdet ihr gleich sehen, aber könnt ihr auch noch machen. Ihr könnt ja einfach mit der Nadel jetzt die Masche hier noch mit rüberheben. Dann habt ihr 8 auf einer, 10 auf einer, 8 und dann 10. Aber ich habe es jetzt wegen der Einfachheit einfach so gemacht, damit ihr nicht durcheinander kommt. Also, hier ist es jetzt wichtig, dass ihr versucht, das Ganze straff zu machen, damit wir halt diese Lücke hier nicht mehr haben. Und ich fange jetzt an, 2 rechts, 2 links zu stricken. Also nehme ich mir die erste Masche und mache eine Masche rechts und die nächste, hoppla, auch eine Masche rechts, die nächsten beiden links, links, dann wieder rechts, rechts. Und links, und links. Da haben wir jetzt die ersten 8, das sind die Zweiergrüppchen und das kommt jetzt hier, wie ich das gemeint habe, dass ihr jetzt nochmal eine rechts machen müsst. Und das ist aber nicht schlimm. Die nächste, die zweite rechts machen wir dann einfach auf der nächsten Nadel. Also so geht die ganze Runde und so machen wir auch das ganze Bündchen eigentlich. Hier müssen wir jetzt nochmal eine rechts und dann wieder 2 links.
Dann wieder eine rechts. Eine rechts. Zwei links. Eine rechts. Eine rechts. Nochmal zum Verstehen, falls ihr das noch nicht wisst. Die rechten Maschen, die erkennt ihr immer da dran, die haben hier unten wie so ein kleines V. Das seht ihr dann, wenn ihr mehrere Reihen macht, ein bisschen besser als jetzt. Und die linken haben immer so ein Bäuchlein, so ein Knoten. Das sind die linken Maschen. Das sind wieder zwei rechte, links, zwei rechts. Das sind wieder welche mit Bäuchlein. Und daran erkennt ihr die, weil ihr müsst in den nächsten Reihen immer das, was ihr vorher gemacht habt, wiederholen. Also es kommt immer auf eine linke, kommt immer eine linke und so weiter. Die nächste Nadel. Jetzt gucken wir erstmal, womit haben wir aufgehört? Mit zwei rechts, genau. Also kommen jetzt zwei links, den Faden nach vorne. Eine links. Eine links, eine rechts, eine rechts, eine rechts und in dieser, bei dieser Reihe kommt dann wieder der einzelne, das ist wieder links, auf der nächsten Nadel also noch eine links. Und dann wieder zwei rechts, zwei links, zwei rechts und zwei links. Und damit sind wir wieder bei unserem Restfaden vom Anfang angekommen. Und da wisst ihr dann immer, dass ihr einmal drumherum seid. Immer da, wo ihr diesen Restfaden seht, seid ihr mit der letzten Nadel fertig und eine neue Runde beginnt. Ihr macht das jetzt immer so weiter, im selben Schema. Immer zwei rechts, zwei links, bis ihr eure gewünschte Länge erreicht habt oder so wie ich eine Länge von 6 cm. Das messt ihr dann einfach mit dem kleinen Lineal ab, dass ihr 6 cm Bündchen habt. Das ist nämlich genau die Länge, wo man dann auch umschlagen kann, so wie hier. Wenn ihr es noch länger haben möchtet, wie richtige Strümpfe, könnt ihr natürlich ein längeres Bündchen stricken. Also immer zwei rechts, zwei links. Ihr behaltet einfach jede Reihe immer das Schema bei. Also hier habe ich zwei rechts, dann zwei links gemacht. Also bin ich hier auch wieder dabei und mache auf die rechte Masche eine rechte Masche, auf die nächste auch und auf die zwei linken mache ich jeweils auch linke Maschen. Rechts, rechts und links und links. Die nächste ist wieder alleine, das ist dann rechts. Demzufolge auf der nächsten Nadel auch noch eine rechts. Dann kommen wieder die mit den Bäuchlein, das seht ihr hier deutlich. Das sind zwei linke. Weil da dürft ihr auf keinen Fall einen Fehler haben, sonst würden diese Rippchen bei dem Bündchen nicht schön aussehen. Wenn ihr das mal falsch macht, sieht man das dann. Und so weiter. Und wenn ihr ein bisschen weiter macht, dann habt ihr auch mehr zu greifen, wird es auch ein bisschen einfacher und es hält natürlich auch besser zusammen und verrutscht nicht so. Also Geduld und einfach weitermachen. Das Muster entsteht, wenn man mehrere Reihen gemacht hat erst.
da kräuselt sich das so ein bisschen zusammen. So wie hier. Das sieht man dann erst, wenn man ein paar Reihen gemacht hat. Also 6 cm lang stricken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und wenn ihr die 6 cm gestrickt habt von dem Bündchen, dann solltet ihr dann auf jeder Nadel natürlich 9 Maschen haben und hier, wo unser Ende rausguckt, da müsst ihr euch dann immer merken, wenn ich jetzt sage Nadel 1, dann meine ich immer nach diesem Faden die erste Nadel, dann hier drüben 2, 3 und die letzte ist immer vor dem ist Nadel 4. Wir wollen jetzt das, die Fersenwand machen für das Käppchen dann. Und zwar machen wir die Ferse über die Hälfte von dem Bündchen, also über die 9 Maschen und die 9 Maschen von Nadel 1 und 2. Die anderen beiden Nadeln, 3 und 4, die bleiben jetzt stillgelegt, die müssen wir überhaupt nicht bearbeiten im Moment, weil wir erstmal nur die Ferse machen. Und die sind sozusagen der Fußrücken und den machen wir dann später weiter. Für die Fersenwand fangt ihr jetzt einfach an, wenn ihr hier angekommen seid und die Runde sozusagen beendet habt. Dann fangen wir hier mit Nadel 1 an und zwar machen wir rechte Maschen. Ihr nehmt die 5. Nadel und macht ganz normal auf dieser ersten Nadel rechte Maschen. Und dann legt ihr die Nadel weg und macht mit derselben Nadel auf der nächsten Nadel weiter mit rechten Maschen, so dass wir dann insgesamt nur noch 3 Nadeln haben und zwar auch rechte Maschen. 2, 3, 4. Und 9 und dann habt ihr 18 Maschen auf dieser Nadel komplett drauf. So sieht das von oben aus. Die 2 sind vom Fußrücken stillgelegt und das hier wird unsere Fersenwand mit diesen 18 Maschen. Wir werden die Fersenwand glatt rechts jetzt hochstricken. Das bedeutet, man wendet immer und strickt auf der anderen Seite natürlich dann links und dann wieder wenden und vorne wieder einfach rechts. Und ihr müsst jetzt damit rechnen, dass wir von der Fersenwand insgesamt so viel Reihen glatt rechts stricken müssen, wie Maschen auf dieser Nadel sind, minus 2. Das bedeutet, wir haben 18 Maschen, also machen wir 16 Reihen glatt rechts. Ihr müsst aber beachten, weil wir wollen links und rechts so eine Art Rand mit diesen kleinen Knötchen bekommen. Das seht ihr gleich, was ich meine. Damit es einfacher ist, nachher zu zählen und dann wissen wir auch, wo wir einstechen müssen. Deswegen macht ihr, also vorne strickt ihr ja einfach ganz normal rechte Maschen und hinten linke Maschen. Aber die ersten beiden und die letzten beiden Maschen macht ihr immer rechte Maschen. Also auch auf der anderen Seite, da wo ihr linke Maschen macht. Das zeige ich euch aber jetzt. Aber dadurch entsteht halt so ein schöner Rand. Und wir haben ja jetzt rechts gestrickt, deswegen wendet einfach. Und jetzt ist es halt so, dass das jetzt die linken Maschen wären, aber wir beginnen mit 2 rechten Maschen. Also einfach eine rechts und noch eine, rechts und dann ab da könnt ihr dann ganz normal linke Maschen machen.
Und das macht ihr, bis ihr hinten nur noch zwei Maschen übrig habt. Und die stricken wir wieder ganz normal rechts. Eins und zwei. Wenden. Das war die erste Reihe. Und jetzt wieder zurückstricken. Diesmal wieder ganz normal rechts. Und das eben 16 Reihen. Ich zeige euch gleich, was ich mit den Knötchen meine. Man muss das nicht machen, aber ich finde es halt einfacher zum Zählen. Und dann später, wenn wir Maschen aufnehmen, ist es auch viel einfacher. Also ich mache das immer so. Die macht ihr dann komplett rechte Maschen, wendet wieder. Und jetzt habt ihr wieder die Seite mit linken Maschen und da fangen wir aber wieder an. Die ersten beiden stricken wir rechts. Eins. Dann wieder linke Maschen bis zu den letzten beiden. Die macht ihr dann wieder rechts. Und ich habe jetzt mal umgedreht und will euch hier zeigen, was ich meine. Wir haben jetzt hier so ein Knötchen. Und diese Knötchen, wenn ihr 16 Reihen gehäkelt habt, müssten dann insgesamt 8 Stück auf jeder Seite sein. So könnt ihr das nämlich ganz leicht zählen. Und die entstehen halt dadurch, dass wir da immer rechte Maschen machen. Also 16 Reihen hochstricken, einfach hin und her und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wenn ihr eure 16 Reihen gestrickt habt, müsstet ihr dann da angekommen sein, dass ihr die schöne Seite seht, also die mit rechten Maschen. Und ihr solltet hier an der Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Knötchen haben. Und wir fangen jetzt das Käppchen an. Dazu werden jetzt diese 18 Maschen in 3 Teile geteilt. Und es kommt jetzt darauf an, wie viele Maschen ihr habt. Wenn ihr jetzt eine größere Socke gemacht habt mit mehr Maschen, müsst ihr das auch dementsprechend aufteilen. Ich habe jetzt eine Aufteilung von 4, 10 und 4 gemacht. Und da habe ich dann sozusagen, also in der Mitte sind es dann 10 und links und rechts habe ich dann insgesamt 8, also 18 Maschen. Und so wird das dann in 3 Teile aufgeteilt. Und wir machen dann die verkürzten Reihen, so nennt sich das, und machen immer Abnahmen zwischen diesen Päckchen. Wir beginnen also damit, rechte Maschen zu stricken. Und zwar machen wir einfach das erste Drittel ganz normal. Das sind ja bei mir dann 4. Also rechte Maschen. Hoppla. Eins, zwei, drei und vier. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euch einen Maschenmarkierer, eine Büroklammer oder irgendwas reinhängen, damit ihr wisst, wo dieses erste Drittel aufhört. Und das mittlere Drittel stricken wir jetzt bis auf die letzte Masche auch rechts. Das sind ja die 10 Maschen, das mittlere. Also, wir machen 9 rechte Maschen. 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und jetzt wollen wir diese letzte Masche mit der folgenden ersten Masche des letzten Drittels rechts überzogen zusammenstricken.
Das heißt, wir heben die nächste Masche einfach ab, wie zum Rechtstricken reingehen und einfach runternehmen. Und die nächste Masche strickt ihr ganz normal rechts. Und dann zieht ihr die abgehobene Masche, also die davor, über die, die ihr gerade gemacht habt, drüber. So. Dann wendet ihr das Ganze. Die erste Masche heben wir ganz normal ab. Und jetzt stricken wir mit linken Maschen bis zur letzte von diesem mittleren Drittel, also bis eine vor der Markierung. Also linke Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die letzte Masche, die wir hier bei dem Drittel jetzt übrig haben, die wollen wir links zusammenstricken. Ich nehme die nur mal kurz runter und mache meine Markierung raus. Also geht ihr ganz normal wie zum Linksstricken unter die Maschen, und zwar diese und die erste vom letzten Drittel. Oder vom ersten Drittel ist das ja dann. Und strickt die links zusammen. Dann wieder wenden. Und jetzt macht ihr eigentlich immer so weiter. Auf dieser Seite wieder die erste Masche nur abheben. Und dann ganz normal wieder das ganze mittlere Drittel stricken. Und ihr seht, hier kommt diese Lücke, das sieht man immer ganz gut. Das ist unser letztes Drittel und das sind noch unsere von dem mittleren Drittel. Da macht ihr wieder bis zur letzten weiter, sodass ihr nur noch eine vor dieser Lücke übrig habt. Und die wollen wir wieder rechts überzogen zusammenstricken. Das heißt, die erste hebt ihr einfach ab und dann von dem letzten Drittel die erste stricken und dann die überhobene wieder über diese drüber ziehen. Hoppla. So. Wieder wenden. Die erste Masche hebt ihr wieder ab. So. Dann strickt ihr einfach wieder bis eine vor dieser Lücke linke Maschen. Hier ist die Lücke. Also noch eine. Und dann diese, die noch von dem mittleren Drittel ist, und die erste vom letzten links zusammenstricken. Also unter die nächsten beiden drunter und einfach links zusammen abstricken. Dann wieder wenden. Dann haben wir jetzt hier nur noch zwei und da zwei. Dann wieder die erste ganz normal abheben. Und dann wieder recht stricken bis zu eurer Lücke, das mittlere Drittel. Bis zur letzten, da hört ihr auf, da ist wieder die Lücke
und die wollen wir jetzt wieder rechts überzogen zusammenstricken, also die letzte abheben und dann ganz normal rechts stricken und die abgehobene drüber ziehen und wieder wenden. Da habt ihr jetzt nur noch eine auf der Seite. Wieder wenden. Die erste heben wir ab und dann wieder links stricken bis eine vor der Lücke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt hier wieder unsere Lücke. Die und die wollen wir wieder links zusammenstricken. Also es wiederholt sich nur. Aber ich mache es trotzdem mit laufender Kamera, weil das ein bisschen bisschen schwieriger ist, wenn man es zum ersten Mal macht. Dann wieder die erste abheben und bis zum Ende rechts stricken, bis vor dem Ende, die eine vor dem Ende. 3. Das ist jetzt nur noch die eine gewesen. Dann wieder rechts abheben und die letzte dann rechts stricken. Und die abgehobene rüberziehen, wenden. Da sind wir jetzt auf der Seite schon fertig, den Abnahmen, und jetzt wollen wir das auf der Seite auch noch machen. Die erste hebe ich trotzdem noch ab, dann einfach links stricken bis zur letzten. Die zwei letzten, das ist jetzt unser letztes Drittel, der eine hier, die wollen wir dann noch einmal links zusammenstricken. Und das ist dann die 10. Masche. Also wir haben jetzt reduziert auf unsere mittleren 10, die wir am Anfang hier drauf hatten. Also solltet ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Maschen hier drauf haben. Also wir haben jetzt unser Käppchen und jetzt machen wir weiter und nehmen hier am Rand Maschen auf bei unseren Knötchen. So, und dafür wollen wir diese 10 Maschen aufteilen in der Hälfte, also 5 und 5. Und ihr geht dann einfach mit der neuen Nadel und macht 5 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, dann habt ihr auf beiden 5. Und das hier ist dann unsere Mitte der Ferse, ist jetzt auch unser neuer Fersen, Rundenbeginn. Also da wird jetzt immer eure Runde anfangen und zu Ende gehen. Wir wollen auf dieser Seite bei den Knötchen zu, also diese Maschen aufnehmen und auf dieser Seite auch. Weiter geht's mit der neuen Nadel, weil die wollen wir jetzt hier einfach lassen für die andere Seite. Und mit der neuen Nadel machen wir jetzt hier, wo wir sind, rechte Maschen auch. 1, 2, 3, 4 und 5, genau wie auf der anderen Nadel auch. Oh je. Und dann sind wir jetzt hier seitlich bei unseren Knötchen angekommen. Und da machen wir diese Maschenaufnahme.
Und durch die Knötchen ist das wirklich super easy. Wir müssen einfach nur, wenn ihr euch das hier anschaut, einfach nur immer diesen Faden zwischen zwei Knoten erwischen. Sieht man irgendwie schon wieder nicht gut. Ach, hier sieht man es bei dem Lila. Da ist ein Knoten und da ist ein Knoten. Und wir wollen einfach das hier dazwischen erwischen. Und wenn wir das immer nehmen zwischen zwei Knoten, da seid ihr dann genau richtig. Und ich mache das so, man könnte jetzt hier zum Beispiel nur 8 Maschen aufnehmen. Ich nehme aber 9 auf, weil ich unbedingt hier bei den Ecken noch eine haben möchte. Also, wir machen mit dieser Nadel, die wir zum Rechtstricken genommen haben, weiter und gehen hier vor dem ersten Knötchen, da ist das Knötchen, vor dem ersten Knötchen in den Rand rein. Ihr könnt ruhig 2 Fäden mit aufnehmen und holt euch den Faden da durch. Dann wieder zwischen den nächsten beiden reingehen und durchholen. Zwischen den nächsten beiden Knoten reingehen und durchgehen. Wenn es manchmal zu locker ist, dann könnt ihr ruhig 2 Fäden durch 2 Fäden durchstechen. Ansonsten reicht auch hier der eine, wenn das ein bisschen straffer ist, so wie hier. Hauptsache, ihr habt nicht so große Löcher. Wie viel habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 haben wir schon. Beim nächsten 5, 6, 7, 8. War jetzt der letzte Knoten und ich mache dann hier gerne noch den 9. Also ich habe jetzt auf dieser Nadel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 5 von dem Fersenkäppchen. Die habe ich auf dieser Nadel jetzt komplett drauf. Und die lassen wir jetzt so, wie sie ist hier und gehen zur nächsten Nadel und machen mit der Nadel, die frei ist, ganz normal unseren Fußrücken weiter. Da könnt ihr jetzt auch entscheiden, wollt ihr weiter im Rippenmuster, hier im Bündchenmuster stricken oder wollt ihr den Fußrücken, so wie ich, einfach glatt rechts. Ich mache einfach rechte Maschen über die nächste Nadel drüber und achtet darauf, dass ihr hier bei der ersten schön festzieht. Dadurch verhindert ihr schon dieses Loch bei dem Zwickel nachher. Also einfach die 9 rechten Maschen machen über Nadel 3 vom Anfang, also die wir stillgelegt hatten, die werden jetzt mit weiter einbezogen. Die nächste Nadel genauso, das ist die zweite, auch einfach nur rechte Maschen. Sind auch 9 Stück. So, und jetzt sind wir hier auf dieser Seite, wo wir wieder die Knötchen haben. Das heißt, wir nehmen die neue Nadel und machen jetzt genauso viel, nehmen genauso viel Maschen auf wie auf der anderen Seite auch, also 9 Stück. Da steche ich jetzt als erstes hier vor dem Knötchen ein. Na, hol mir hier den Faden durch. Schön straff ziehen. Dann nach dem Knötchen 2, 3, immer zwischen den Knötchen 4, 5, 6. 7, 8 und beim letzten 9. So, und jetzt sind wir bei diesen 5 vom Käppchen angekommen. Da strickt ihr jetzt aber einfach weiter mit eurer Nadel glatt rechts, einfach rechte Maschen, meine ich. So, 1, 2,
3, 4, 5. Also wir haben dann also hier unser Käppchen in der Mitte geteilt und haben hier die Maschenaufnahmen. Und das ist unser Fußrücken, den machen wir dann jetzt immer mit rechten Maschen einfach weiter. Im Hintergrund übrigens hört ihr einen meiner Hunde, das ist die Indie. Die wälzt sich auf dem Boden die ganze Zeit und genießt ihr Leben und grunzt irgendwie dabei. Also einfach nicht drauf achten. Und jetzt kommt der Zwickel, da wollen wir jetzt die Maschen, die wir aufgenommen haben, wieder reduzieren. Auf die Anzahl, die wir am Anfang auf jeder Nadel hatten, also 9. Und dazu machen wir jetzt erstmal bei der ersten Nadel, also da in der Mitte von der Ferse ist jetzt immer der Anfang. Das ist die erste Nadel. Und die stricken wir jetzt erstmal rechts. Und die letzten beiden, die wollen wir dann rechts überzogen zusammenstricken. Also neue Nadel nehmen. Und einfach rechte Maschen. Versucht die erste immer schön straff zu machen, dass ihr hier keine Lücke habt. Rechte Maschen stricken. Die sind meistens jetzt ein bisschen straff, weil das sind ja die, die wir neu aufgenommen haben. Und die liegen dann meistens relativ fest auf der Nadel. Das ist aber nicht schlimm. Es sei denn, ihr habt so wie ich die Kamera vor der Nase. So, und die letzten beiden wollen wir rechts überzogen zusammenstricken. Damit verringern wir die dann auf der Seite. Das heißt, die erste hebt ihr ab. Die zweite strickt ihr rechts. Und dann hebt ihr die vorher über diese drüber. So, dann bei dem Fußrücken ganz normal rechte Maschen stricken oder eben, wenn ihr das lieber habt, euer Rippenmuster fortführen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, die nächste Nadel genauso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und wir kommen zur letzten Nadel. Und immer wenn ihr dann nach dem Fußrücken wieder bei den abzunehmenden Maschen seid, die ersten beiden nach dem Fußrücken werden rechts zusammengestrickt. Das heißt, ihr geht einfach unter die ersten beiden drunter, als wolltet ihr rechts stricken und strickt die beiden zusammen. Schön nachziehen, dass ihr hier vorne wieder keine Lücke habt. Und die restlichen auf dieser Nadel werden ganz normal rechts gestrickt. Und das wäre dann die erste Abnahmerunde gewesen. Wir wollen diese Abnahmerunden wiederholen. Und zwar machen wir 5 Abnahmerunden, aber wir werden immer dazwischen eine Runde normal rechte Maschen stricken ohne Abnahme. Das heißt, ihr strickt jetzt, wo die Runde zu Ende ist, wieder eine Runde ganz normal rechte Maschen. Wie gesagt, in der Mitte von dem Käppchen seid ihr immer am Ende der Runde.
Also diese Runde ist dann eine Runde normal, nur rechte Maschen in jede Masche. Und danach machen wir wieder eine Abnahmerunde. Aber ich werde das jetzt trotzdem noch mit euch zusammen machen. Diese Runde jetzt mit den rechten Maschen, die ist ja einfach, die könnt ihr einfach jetzt selber machen. Aber danach zeige ich euch die zweite Abnahmerunde. Also erstmal rundherum, rechte Maschen. Okay, ich bin einmal rum und jetzt kommt wieder eine Abnahmerunde. Das heißt, ihr strickt die erste Nadel wieder bis auf die letzten beiden Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11 sind es jetzt nur noch. Und die letzten beiden wollen wir wieder rechts überzogen zusammenstricken. Also eine abheben, wie zum Rechtsstricken, und eine rechts stricken. Und dann die abgehobene über die letzte Masche drüber ziehen. Dann wieder den Fußrücken ganz normal mit rechten Maschen. Auch. Und jetzt sind wir nach dem Fußrücken wieder an der Stelle, wo wir abnehmen müssen, und diesmal einfach zwei Maschen, die ersten beiden Maschen, rechts zusammenstricken. Unter die ersten beiden drunter gehen und Nadel und rechts stricken. Schön straff ziehen und die restlichen kommen wieder einfach, werden rechts gestrickt. Und nach dieser Abnahmerunde macht ihr jetzt wie gehabt wieder eine normale Runde ohne Abnahmen, wo ihr in jede Masche eine rechte Masche strickt. Und das wiederholen wir dann. Jetzt kommt erstmal eine normale Runde mit rechten Maschen und danach kommt wieder eine Abnahmerunde. Wichtig ist, dass ihr immer nach dem Fußrücken dran denkt, dass ihr ganz normal zwei zusammenstrickt. Und vor dem Fußrücken bei der ersten Nadel rechts überzogen zwei zusammenstrickt. Okay, und wenn ihr das gemacht habt, dass ihr auf diesen Nadeln, wo wir zugenommen haben, nur noch 9 Stück habt. Und wir wollen jetzt einfach weiter stricken, glatt rechts. Und zwar so viel, dass ihr hier unten, wenn ihr dann gemessen habt, insgesamt 8 cm oder dementsprechend, wenn ihr größere Füßchen habt, könnt ihr dann abmessen. Ich mache jetzt einfach, bis ich 8 cm insgesamt habe von der Ferse angemessen, stricke ich glatt rechts weiter und dann machen wir die Spitze. Also einfach da, wo ihr jetzt seid, weitermachen und einfach in jede Masche eine rechte Masche stricken, bis ihr insgesamt eure Wunschlänge oder eben die 8 cm habt. Ich messe euch das auch noch mal vom Spiegel aus nachher ab, damit ihr sehen könnt, wie ich das messe und wo ich das Lineal anlege. Aber ihr könnt auch ruhig die Füßchen von dem Baby messen und danach entscheiden, wie lang die werden sollen. Also einfach rechte Maschen weiter stricken. Auf jeder Nadel 9 Maschen bis 8 cm Gesamtlänge. So, und jetzt will ich euch noch zeigen, wie ihr das messen könnt. Ich habe jetzt erstmal fertig gestrickt
Und da wir hier unten eine Rundung bei der Ferse haben, ist es ein bisschen schwer, aber man kann es so ungefähr messen. Das sind fast 8 cm und hier von dem Zwickel aus, da wo wir angefangen haben, die Abnahmen zu machen, sind es genau 5 bei mir. Da höre ich jetzt auf und fange meine Spitze an. Ich mache die sogenannte Bandspitze. Das heißt, wir werden immer an zwei Seiten dann die Abnahmen haben, wo das dann so spitz zuläuft. Also so das Klassische. Und für mich ist es auch das Einfachste. Ich bin wieder in der Mitte von der Ferse, da wo unser Rundenbeginn ist. Und jetzt sage ich euch kurz, wie wir das machen werden. Und zwar ist das ja unsere erste Nadel. Und die erste und die dritte stricken wir immer ganz ab, bis auf die letzten beiden. Und die letzten beiden stricken wir rechts zusammen. Das ist bei der Nadel 1 und bei Nadel 3 so. Und bei Nadel 2 und 4 machen wir die ersten beiden, stricken wir rechts überzogen zusammen und die restlichen wieder rechts. Also am Anfang und am Ende jeweils. Aber das ergibt sich eigentlich auch logisch. Ich mache das jetzt mit euch zusammen, damit ihr das auch seht. Also, erste Nadel. Also bis zu den letzten beiden rechts stricken, weil die Abnahme ist ja immer links und rechts vom Fuß und nicht in der Mitte von der Ferse. 3, 4, 5, 6 und 7. Und die beiden letzten wollen wir einfach rechts zusammenstricken. Dazu einfach wie beim Rechtsstricken einfach unter beide Maschen drunter gehen und zusammenstricken. Oh, da ist schon wieder. Und zusammenstricken. Dann Nadel 2. Da wollen wir direkt danach die Abnahme haben. Also Nadel 2 immer die ersten beiden rechts überzogen zusammenstricken. Das heißt, die erste hebt ihr ab, die zweite strickt ihr und zieht diese überhobene über die erste drüber, über die, die ihr gestrickt habt. Dann die restlichen wieder ganz normal rechts stricken. So. Dann kommt Nadel 3. Die wird so behandelt wie Nadel 1. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen näher noch, damit ihr das besser seht. Also die ist genau wie Nadel 1, funktioniert das auch bis zu den letzten beiden rechts stricken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und die letzten beiden wollen wir einfach rechts zusammenstricken. Also einfach drunter gehen. Und den Faden holen. Ich habe wieder so fest gestrickt, dass da kaum Platz ist. Dann Nadel 4 ist genauso wie Nadel 2, also die ersten beiden rechts überzogen. Da holt ihr euch erstmal die erste einfach, hebt ihr die ab, dann die nächste strickt ihr und die abgehobene heben wir uns dann über diese gestrickte drüber. Die restlichen wieder ganz normal rechte Maschen. Jetzt ist die Runde zu Ende und danach macht ihr wieder eine Runde ganz normal rechte Maschen.
Also wir machen das wie vorhin auch, dass wir eine Abnahmerunde machen und eine Runde, wo wir ganz normal in jede Masche eine rechte Masche stricken. Und das machen wir so lange, bis wir drei Abnahmerunden hatten. Also eine Abnahmerunde, eine Runde normal, eine Abnahmerunde, eine Runde normal, eine Abnahmerunde, eine Runde normal. Und ich mache das jetzt auch, also einfach in jede rechte Masche eine rechte Masche, bis die Runde fertig ist, und dann zeige ich euch wieder die nächste Abnahmerunde. Die ist zwar genauso, aber die können wir ruhig zusammen machen, weil es sind jetzt nur noch wenige Maschen. Also einfach rundherum erstmal rechte Maschen stricken. So, ich bin einmal drumherum und jetzt kommt wieder die Abnahmerunde, Runde 1, bis zu den letzten beiden rechts stricken. Hoppla. Und diese rechts überzogen. Quatsch, einfach rechts zusammenstricken. Dann Nadel 2, die ersten beiden rechts überzogen, also eine abheben, eine stricken und dann die abgehobene über die gestrickte drüber heben. Den Rest rechts stricken. Dann kommt Nadel 3, die ist wie Nadel 1, also wieder bis auf die letzten beiden rechts. Sechs und die letzten beiden wieder rechts zusammenstricken. Dann Nadel 4 ist wie Nadel 2, die ersten beiden rechts überzogen, eine abheben, eine gestrickt und die abgehobene einfach drüber ziehen. Den Rest wieder rechte Maschen. Dann macht ihr wieder eine Runde einfach nur rechte Maschen und danach noch einmal die Abnahmerunde, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und danach habe ich dann auf jeder Nadel nur noch 6 Maschen und ich werde jetzt noch mal eine Runde Abnahmen machen, und dann habe ich nur noch 5 und die kann man dann mit der Nähnadel einfach zusammenziehen. Also noch einmal eine Runde Abnahmen, 3, 4, die letzten beiden stricke ich zusammen, 1 abheben, eine stricken und die andere wieder drüber heben, den Rest wieder stricken. Und dann nochmal bis zu den letzten beiden. Wieder zusammenstricken, dann wieder eine abheben,
eine stricken und drüber heben und dann die letzten Maschen abstricken und wir haben unsere Socke fertig. Ihr habt dann 5 Maschen auf jeder Nadel und jetzt zeige ich euch das, wie man das beendet. Das ist immer der schönste Moment, wenn die Socke fertig ist. Ich lasse mir ein kleines Stück dran zum Vernähen, schneide ab und fädel das Ganze auf meine Wollnadel drauf. Und dann wollen wir einfach Nadel für Nadel nach der Reihe die Maschen auf unseren Faden auffädeln. Das heißt, ihr geht hier gleich bei der nächsten Nadel hin und ich mache mir die dann einfach so, wie sie hier erscheinen, vorsichtig, ohne eine fallen zu lassen, auf die Nähnadel. Dann zieht ihr durch. Geht weiter zur nächsten. Hoppla. Was ein Kuddelmuddel. Das ist jetzt die nächste. Da auch wieder alle Maschen vorsichtig auffangen. Durchziehen. Die nächste. So. Und das macht ihr mit der letzten auch. Okay. Habt ihr alle Maschen auf eurem Faden und könnt hier schön straff ziehen, dass sich dieser Ring dann vorsichtig schließt, ne? Nicht zu fest reißen. Und den wollen wir jetzt vernähen. Ich mache das jetzt so, ich gehe hier oben in diese Maschen, also ein paar einfach erstmal rein und mache schon mal einen Knoten. Und dann will ich das Ganze umdrehen und steche erstmal hier von hier oben dann ein. Also einfach hier reingehen. Und dann hole ich mir das nach innen. Und von innen könnt ihr das schön sauber vernähen, dass es sich nicht mehr löst. Ich würde einfach mehrmals hier in diese Randmaschen einstechen, damit das auch gesichert ist. So. Und dann fädelt einfach ein paar Mal hin und her, damit der Faden vernäht und versteckt ist. Und dann schneidet einfach ab. Und das dürft ihr hier oben beim Rand mit unserem Restfaden auch noch machen, dass wir den auch noch verstecken. Dazu einfach hier auffädeln und ich gehe dann hier einfach zwischen den Maschen immer rein und raus und rein und raus. Und dann nochmal in die andere Richtung. Und nochmal. So. Und dann ist eure Socke fertig. Und so sieht das dann aus.
Ja, und wenn euch die Anleitung gefallen hat und wenn ihr weiterhin auch Strickvideos gerne sehen wollt, gebt mir einen Daumen hoch dafür. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über Kommentare von euch. Schreibt mir, ob ihr schon stricken könnt, ob ihr zum Beispiel das erste Mal Socken strickt oder ob ihr ganz Anfänger seid, so wie ich vor noch ein paar Monaten. Und ja, ich würde mich da total freuen darüber. Es interessiert mich, und schreibt mir, wie ihr mit der Anleitung klargekommen seid. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachstricken und viel Spaß. Und bis zum nächsten Video.